Oh, wir haben über 2 Millionen. Jetzt kommt der Utahraptor, Alter. Ich würde sagen, wir haben lang genug darauf gewartet und jetzt holen wir uns einfach. Zack, Utahraptor. Ja, damit. Und Chomper. Chomper haben wir uns auch. Nein, das war der falsche. Nein, ich will ihn doch nicht holen. Scheiße. Ich hab mich verklickt. Was ist das denn für eine Missgestalt? Das sah irgendwie cool aus, aber vielleicht guckt ihr uns auch gerade anders. Das kann auch sein. Dann habe ich nichts gesagt. Oh shit. Fahre zur Futterstation. Oh nee, das macht der ganz obere, ne? Nee. Bloß nicht der von ganz oben. Bin zur Futterstation unterwegs. Ganz schön der hier machen. Perfekt, Alter. Die machen ja einfach einen chilligen. Genau so soll das sein. So eine Feinis. Ist eigentlich noch so viel Platz, hier könnte noch mehr rein. In der Theorie. Ich glaube, von dem frisst gar keiner. Das können wir wegmachen. Zack. Sparen wir Geld. Diplo, sehr gut. Ich setze einfach auf den Diplo, Alter. Wir brauchen ganz viel Diplo-Dinner. Kommt nach Hause geflogen und dann zack gleich wieder los. Na los. Bisschen schneller. Utahraptor, perfekt. Zack. Und wer war's? Du, ne? Ja. Diplo, oh mein Gott, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man gleich mal ausbrüten und gucken, wie er aussieht. Hier ist Baugrenze. Das ist jetzt blöd. Da habe ich ja echt wenig Platz nur zum Arbeiten hier. Mache ich die ganzen Pflanzen weg. Machen wir hier den Berg weg. Und da kommt hier einfach ein Gehege hin. Ein schönes, nettes Gehege.
Zeigen Sie mal, ja, was haben Sie denn gefunden? Okay, perfekt. Den Diplo haben wir gleich voll. Das ist sehr, 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 sehr gut. Dann können wir den Diplo erstmal vergessen. Und können als nächstes erstmal wieder auf... ach so. Ja, okay. Jetzt mal auf den Velociraptor wieder gehen. Na komm, 2% müssen drin sein. Jawohl. Ich bin gerade mit der Durchsicht dieses neuen Auftrags fertig geworden und... Ja. Jo, mich nicht. Der könnte ein Verwandter vom Baryonyx sein. So, dann zeig mal her hier. Was das für ein Ela ist, genau, ein Elefant ist. Er sieht aus wie ein Baryonyx ähnlicher Dino. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Stromausfall wieder, ja. Das ist mies, ey. Okay, wie viel Velociraptor-DNA haben wir? Perfekt. Perfekt. Da haben wir es doch schon. Jetzt müssen wir die nur züchten und freilassen. Machen wir hier ein Diplo-Gehege hin. Der war ja auch nicht allzu groß. Dem Quatsch fangen wir jetzt gar nicht an. Wir machen schön runde Gehege. Denn bei runden Dingen kommt Freude auf. Wissenschaftlich zwar nicht bestätigt, aber ich behaupte es einfach, dass runde Dinge einfach glücklich machen. Es muss einfach an der Form liegen. Gleich nebenan kommt der Velociraptor, würde ich sagen. So. Zack. Und machen wir es auch nochmal. Und wieder ist der Ingame-Sound einfach weg. Toll.
Es gibt eine neue Beobachtungsgalerie. Es gibt nicht nur eine neue Beobachtungsgalerie, es gibt mehrere. Gute Frau. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Diesen roten Vogel, Alter, den finde ich irgendwie exorbitant nice. Der hat was. Den findet man hier, ne? Ist ja Signum oder Segno, ne? Ach, den Fuerto können wir uns auch noch mal holen. Liebe Gäste, es gibt eine neue Beobachtungsgalerie, von der aus Sie unsere prachtvollen Kreaturen beobachten können. So. Dann hier ein wenig Wasser hinein. Ist eigentlich schon fast zu viel, würde ich sagen. So. Dann fangen wir schon mal an. Wir wollen Diplodocus. 2 Stück. Und machen ja zwischenzeitlich gleich mal das Gehege für die Velociraptoris. Wir müssen auch irgendwo hier mal in der Nähe wieder so einen Besucherbereich machen. Ich habe das Gefühl, dass wir schon wieder echt zu wenig Zeugs für Besucher haben. Da hätten wir auch schon mal deren Gehege, ne? Das ist die Frage, ist der Diplodocus schon groß genug? Groß genug, sodass er von diesem komischen hohen Teil frisst, oder ist er noch so klein, dass er das nicht kann? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Gut, warum auch immer. Prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, hat natürlich wieder reingekickt, Digga. Wie sollte es auch anders sein? Und ich sag's euch, selbst wenn die Chance von 0,01 da wäre, würde es manchmal schief gehen. So. Also bei den Raptoren können wir schon mal ein bisschen was machen.
Irgendwas funktioniert mit meiner Mod schon wieder nicht. Wo ist der Sand? Warum kann ich keinen Sand hinzufügen? Gute Frage. Ich weiß. Strange. Na, wo ist es? Huh. Zack. Nee. So ist vielleicht besser. Das Fossil sieht krass aus irgendwie. Vuelto, wir brauchen mehr von dir. Auch vom Signo, um ehrlich zu sein. Den finde ich auch mega. Ein Diplodocus. Willkommen auf der Welt, mein Freund. Bock abgeballert zu werden? Let's go. Er hat so kein Problem. Unterwegs zur Futterstation. Zack. Reagiere auf Nachschubanfrage. Die gehen alle nur dahin, um zu fressen, ne? Er frisst keiner. Und gleich abtransportieren in das Gehege hier drüben. Gleich mal gucken, dass wir hier auch den hier noch dazu holen. 300.000 ist auch nicht gerade wenig. Dann haben wir hier recht viele Langhälse im Park. Ich hoffe, der Signo hat eine recht hohe Beliebtheit. Bin ich wieder doof. Weil ich finde den echt nice, Digga. Der hat was. Der hat was, was andere nicht haben. Ist hier im Wasser nehme ich weg. Ich rankomme hier. Weg damit. Produkt wurde eingesammelt.
Einfach nur für die Optik. Die jetzt schon fertig sind mit Fossilien suchen, Alter. So, das wird diesmal das Raptorengehege sein. Bisschen einfacher, ein bisschen langweiliger als letztes Mal, aber ich denke, immer noch interessant genug. Mach ich den nochmal weg. So. Auf. Guter Stuff. Wir haben hier wirklich guten Stuff. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, die Mission anzunehmen, Alter. Das vergesse ich einfach immer. Hier ist ein neuer Auftrag. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Produkttransport beendet. Wir brauchen mehr Wald. Das war mir eigentlich recht klar. Der frisst auch die Kleinen. Und jetzt wird Ihnen etwas geboten, weil Sie diesen Auftrag erfüllt haben. Ja, mal gucken. Die sind ja gar nicht mal so groß, ne? Auch schon fast so groß. Die brauchen ja wirklich ganz winzige Bäume. Oder ich mache es einfach nur mit dem Standard-Terrain-Manipulator. Ich muss die Intensität definitiv senken. Nur ab und zu darf man im Baum stehen. So, genug? Ja. Schön. Schön, dass ihr euch wohlfühlt. Okay. Das war beeindruckend. Eingehende Dings. Oder? Ne, ich brauche noch den Raptor. Den Raptor. Hallo.